Moin Leute. Heute geht es ums Populationswachstum. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das? Wir schauen uns dabei das exponentielle und das logistische Wachstum an. Zunächst aber zur exponentiellen Wachstumskurve. Hier ein Beispiel. Bakterien vermehren sich ungeschlechtlich. Sie teilen sich nämlich. Zuerst ist eine da, dann zwei, dann vier und dann acht, bis der Lebensraum mit seinen limitierenden Faktoren nicht mehr bewohnbar ist. Ein Lebensraum hat also eine bestimmte Kapazität, einer bestimmten Grenze. In der exponentiellen Kurve berücksichtigen wir dies aber zunächst nicht. Schauen wir uns dazu aber nochmal den dazugehörigen Graphen an. Die Gleichung ist a mal b hoch x. Die Anzahl der Lebewesen steigt also in immer größeren Schritten. Jetzt aber mal auf schlau. Das exponentielle Wachstum ist ein Begriff aus der Populationsökologie, der einen Grundtyp des Wachstums einer Population bezeichnet, bei dem eine konstante Vermehrungsrate herrscht. Solange keine äußeren Beschränkungen vorliegen, folgt das Wachstum den Gesetzmäßigkeiten einer Exponentialfunktion. Das ist aber meist nur unter Laborbedingungen so. In der Realität entsteht nach längerem starken Anstieg logischerweise eine Ressourcenknappheit. Die Nahrung und das Wasser bleiben ja konstant. Deswegen wird die Kurve zum logistischen Wachstum geändert. Das logistische Wachstum ist das Populationswachstum, wie es unter Realbedingungen aussieht. Hier wird wieder die Individuenanzahl in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Zunächst gibt es eine Startphase, die dann in die exponentielle Phase übergeht. Dort findet dann die quadratische Zunahme der Individuenanzahl statt, wie wir schon bei den Bakterien gezeigt haben. Irgendwann kommt es aber dann zur Grenze des Lebensraumes, sodass die Geburtenrate dann wie hier in der logistischen Phase abflacht, beziehungsweise die Sterberate aufgrund der limitierenden Faktoren hochgeht. Außerdem gibt es oft Fressfeinde, die auch einen Einfluss auf die Ausbreitung haben, Stichpunkt Nahrungskette. Irgendwann begibt sich dann das Verhältnis zwischen Geburtenrate und Sterberate in die stationäre Phase, das heißt, es gibt ein Gleichgewicht zwischen den beiden Raten. Deshalb verläuft der Graph auch gerade. In der Realität ist es aber meistens so, dass sich auch die limitierenden Faktoren, sprich die Umwelteinflüsse, ändern, sodass es Schwankungen in der stationären Phase geben kann. Das heißt dann fluktuierendes Wachstum. Zum Beispiel kann es durch Regen eine Verkleinerung des Lebensraumes geben, es gibt dann auch weniger Platz für alle und auch weniger Nahrung. Unsere Bakterie würde sich also zunächst rasant vermehren und dann würde es zum Beispiel nicht mehr genug organischen Abfall oder welche Nahrung halt auch immer geben und es können halt dann nicht mehr so viele Lebewesen geboren werden, also bleibt die Wachstumsrate konstant oder sie verändert sich halt entsprechend den Umweltbedingungen. Wir hatten ja auch schon die Toleranzkurve. Und nur im Präferendum war halt die Fortpflanzung gut möglich. Und das ist halt hier sehr ähnlich. Jedoch würde hier die Toleranzkurve für die Individuenanzahl in Abhängigkeit von der Nahrungsmenge wahrscheinlich so aussehen. Das Präferendum ist nach vorne offen. Denn Essen kann man nie genug haben. So, hier geht's vielleicht teilweise in den bisschen mathematischeren Teil der Biologie. Und zwar kann man es hier an ein paar Formeln ausrechnen. Dazu haben wir zuerst einmal R ist G minus S. R ist die Wachstumsrate, G die Geburtenrate, S die Sterberate. Und das machen wir am besten einmal in einem Beispiel an Bakterien, da sie sich gut für ein Beispiel eignen, da sie sich ungeschlechtlich zweiteilen mit konstanter Verdopplungszeit, eben exponentiell. Deswegen nehme ich sie jetzt hier einmal rein. 500 Bakterien sind vorhanden. In der ersten Generation entstehen weitere 500. Nach der Teilung sterben 50 Bakterien. Und das sind optimalen Bedingungen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir unsere Wachstumsrate ausrechnen. Die ist ja Geburtenrate minus Sterberate. Das heißt, wir rechnen unsere Geburtenrate aus. Wir haben die 500 Bakterien, die vorhanden sind, die teilen wir durch die 500 neuen. Das heißt, dort kommt bei uns 1 raus. Das heißt, wir haben eine Geburtenrate von 1, weil genauso viele neu kommen, wie vorhanden sind. Die Sterberate rechnet man aus, indem man die Sterbenden durch die vorhandenen teilt. Das heißt hier 50 durch 500. Wir haben eine Sterberate von 0,1. Das entspricht also 10%, weil 10% der vorhandenen sterben. Und um es R rauszubekommen, muss man ja einfach nur die Geburtenrate minus die Sterberate nehmen. Das heißt, wir nehmen es hier 1 minus 0,1. Das heißt, unsere Wachstumsrate liegt bei 0,9. Und die Wachstumsrate sagt jetzt aus, wie viele von den Individuen überlebt haben in der nächsten Generation. Da wir es den Grundsatz geschaffen haben und unsere Wachstumsrate berechnet haben, kommen wir nun zur Formel des exponentiellen Wachstums. Diese lautet dn durch dt ist r mal n. dn ist hier die Änderung der Individuen, dt das Zeitfenster, r die Wachstumsrate und n die anfängliche Anzahl. Ich nenne sie jetzt einfach mal Grundanzahl. Und das kann man sich hier sehr leicht machen, da es nun mal exponentiell steigt. Wie man hier sieht,
In Generation 0 ist hier in unserem Beispiel unsere Bakterienzahl 500. Das Besondere hier an der Tabelle ist, links ist das Ganze ohne Sterben mit einbezogen, also rein theoretisch, wenn jetzt alle überleben würden, alle Individuen. Und in unserem Beispiel hier ist sozusagen die Sterberate einmal mit einberechnet, weil sonst würde das halt nicht realen Bedingungen entsprechen. In Generation 1 kann man das nun berechnen, indem man einfach n plus n mal r nimmt. Das ist sozusagen die Grundanzahl plus die Grundanzahl. Und mit r kommen in unsere Rechnung auch die Gestorbenen dann mit rein, weil Wachstumsrate, da sind ja auch die Sterbenden dann mit einbezogen. Der Anstieg geht ja exponentiell weiter. Das heißt, man nimmt die Anzahl der vorigen Generation, hier wie man sieht die 950, und rechnet diese 950 plus die Verdopplungszahl 950 mal die Wachstumsrate, also hier 0,9. Denn exponentiell ist ja Verdopplung. Von der verdoppelten Zahl wird dann aber wieder die Wachstumsrate abgezogen, weil hier ja noch Individuen sterben. Und so würde man das in der nächsten Generation auch weiterrechnen. So hier beispielsweise die dritte Generation. Das Ganze ist zum Glück in der Rechnung aber nicht so wichtig, da man jede Generation mit der Grundanzahl berechnen kann und so nicht auf die Anzahl der vorigen Generation angewiesen ist. Das sieht folgendermaßen aus. In der zweiten Generation die Grundanzahl n mal in Klammern 1 plus r Quadrat. Und da sieht man schon Quadrat. Bei der dritten Generation hoch 3, bei der vierten Generation hoch 4, bei der fünften Generation hoch 5, bei der sechsten hoch 6, bei der siebten hoch 7 und so weiter. Und da wird man genau diese Funktion hier rausbekommen. Ich habe es jetzt nur bis zu den ersten vier Generationen gemacht. Man sieht halt, das steigt hier exponentiell an, wie bereits beschrieben. Und in roter Schrift könnt ihr hier einmal erkennen, wie ich die Werte einmal in die Formel eingesetzt habe und das berechnet hatte, weil das sollte jetzt nicht das Problem sein, die Werte, die man hat, einfach kurz da einzusetzen. Aber in Wirklichkeit wird das natürlich auch selbst bei unseren Bakterien in optimalem Zustand nicht so sein, weil es ist ja immer irgendwas. Bakterien, die mal mehr sterben, mal weniger sterben, das ist ja immer unterschiedlich. Das heißt, in Wahrheit wird das denn so aussehen. Aber in der Natur ist das eigentlich nie der Fall, dass es ein reines exponentielles Wachstum gibt. Denn es gibt immer irgendeinen abiotischen oder biotischen Faktor, der das irgendwie beeinflusst oder verhindert. Aber es gibt auf jeden Fall Situationen, wo es annähernd exponentiell verläuft. Da kommen wir jetzt nun zur Formel des logistischen Wachstums. Denn zum Beispiel ist halt der Faktor Kapazität hier sehr entscheidend. Dann ist halt wichtig, ja, so Nahrung. Wie viel Nahrung haben wir? Wie viel Platz? Sind Schadstoffe vorhanden? Bei Bakterien zum Beispiel stellt sich dann nur die Frage, ob halt ausreichend frischer Sauerstoff in der Kultur vorhanden ist und halt wie viele Ressourcen einfach noch da sind. Und das ist nun mal in der Gleichung jetzt hier zu berücksichtigen. Unsere Gleichung ist hierbei dn durch dt, wieder unsere Änderung durch das Zeitfenster, ist r mal n, soweit kennen wir es ja schon. Dieses Mal dann aber mal k minus n durch k. Das heißt, wir haben hier unsere Kapazität und die lassen wir jetzt in der Formel hier mit einspielen. Man kann hier nämlich an der wunderbaren Funktion des logistischen Wachstums erkennen, dass irgendwann ja die stationäre Phase kommt. Und da, wo es nicht mehr weitergeht, wo der höchste Punkt ist, das ist dann nämlich die Kapazität. Das heißt, man würde auch hier wieder dann seine Werte einsetzen in die Formel, aber hier ist es etwas komplizierter, da jetzt ja es logistisch verläuft. Ich habe mir es ja beim exponentiellen Wachstum leicht gemacht und einfach gesagt, die Wachstumsrate bleibt konstant bei 0,9. Hier ist es natürlich jetzt ganz anders. Man muss jetzt natürlich schauen, wie ist die Aufgabenstellung, was hat man gegeben, hat man R in einer bestimmten Zeiteinheit gegeben, hat man die Kapazität gegeben, wie will man das ausrechnen, was braucht man, und in dem Fall setzt man halt einfach dann wieder die anfängliche Anzahl ein, setzt man vielleicht die Kapazität ein, das sind dann vielleicht halt 100.000 Individuen, und dann sieht man schon, wenn man dann die Werte immer einsetzt, ja, dort bildet sich eine Grenze, da muss man halt schauen, inwiefern ist dabei die Wachstumsrate entscheidend, aber vom groben Verlauf sieht das dann natürlich, wie gezeigt, einfach dann so aus. So, das war's denn mit dem Video. Wir übernehmen keine Garantie, dass alles hundertprozentig richtig ist. Korrigiert uns sonst in den Kommentaren. Die Quellen befinden sich in der Videobeschreibung. Gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.